Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das ist der vierte Teil und ich habe mir gedacht, dass wir uns am Samstag hier oben am Richardhof treffen. Ich war auch sehr angenehm angetan darüber, dass hier so gut wie überhaupt keine Fahrzeuge zu sehen sind und habe die Ursache sehr schnell entdeckt. Es wurden hier nicht nur neue Tafeln aufgestellt, nein, sondern auch das bei uns Autofahrern so gefürchtete Abzocke-Unwesen. Ja, und da sehen wir, kann man das lesen? Ich weiß nicht, schlecht, gell? Eine Stunde 2 Euro, zwei Stunden 4 Euro, Tagesticket 5 Euro. Ist gut so. Das heißt, wir werden uns beim Parkplatz Melkerhof in Gumpoldskirchen treffen, das heißt, von meiner Warte ist für die Wandergruppe der Richardhof Geschichte, also das heißt Ursache und Wirkung, ganz geniales, legendäres Prinzip, wer nicht will, der hat schon und wo stinkt, da bleiben wir denn böse Menschen, singen keine Lieder, also das heißt, entsprechend diesen alten chinesischen Volksweisheiten heißt das übersetzt, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen, das heißt, der Richardhof ist für mich, wie sagt man, out of bounds, also das heißt restricted area. Wie auch immer, großartig auch hier Klarheit geschaffen zu haben, das ist dann für die kommenden, ja, ich weiß nicht, wie sich das hier weiterentwickeln wird, aber ich würde sagen, sehr interessante Entwicklung, sehr professionell und ja, große Ruhe wird hier jetzt wieder zurückkehren und ich weiß nicht, was dann mit der Bauruine hier geschehen wird. Ich habe keine Ahnung, aber die Zukunft wird es zeigen, denn die Zukunft wird sehr, sehr interessant werden, denn sie entwickelt sich in unsere Richtung. Wir werden trotzdem am Samstag zum Anhänger hinaufgehen, wählen halt eben nur eine andere Strecke. Also das ist überhaupt kein Problem, wir sind flexibel. Ich glaube, unsere Wandergruppe hat schon genug Gebühren bezahlt, hat schon genug Parkstrafen kassiert, also was mir auch sehr, sehr leid tut. Aber naja, Parken ist nicht nur, glaube ich, hier bei uns ein großes Problem oder eine Herausforderung, wie man es möchte. Da möchte ich nicht gehen. Da, ich schaue mal, wo es mich hinzieht, weil für mich ist wichtig, dass es ein ruhiger Weg ist. Ja, wir sind zuletzt hier hinaufgegangen. Wir haben in den letzten Tagen sehr viel über das Thema Trauma, Kindheit, Aufarbeitung und so weiter gesprochen. Alles Themen, die eng miteinander verknüpft sind. Und wir sehen auch, dass wir uns hier in einem System befinden, welches natürlich darauf aufbaut, dass wir, ja, aha, gut, das ist hier, glaube ich, der falsche Weg. Das ist hier der falsche Weg. Ja, hier ist mittlerweile alles verboten. Dann war vorhin doch der andere Weg der richtige. Das bedeutet, dass dieses System sich sozusagen uns zurecht gebogen hat. Und die Behandlung sozusagen in der Kindheit, das Aufziehen der Kinder, ist fast schon meines Erachtens der kleinere Teil, der unbedeutendere Teil. Denn wie gesagt, der wichtigste Part ist sozusagen die Energie zum Zeitpunkt der Zeugung. Der zweite Part ist die Schwangerschaft, das heißt, wie verbringt die Mutter die Monate bis zur Geburt? Und wir sehen hier großteils Frauen in einem Arbeitsprozess, mitunter mit sehr, sehr viel Stress, mit viel Druck, mit viel, viel negativen Schwingungen, beziehungsweise auch eine rundum Mikrowellenbestrahlung oder zumindest eine starke Elektrosmogbestrahlung. Denn die werdende Mutter, wenn sie zum Beispiel in einem Büro arbeitet, sitzt natürlich fast den ganzen Tag vor einem Bildschirm. Und dann, wenn sie zu Hause ist, wird sie auch vor dem privaten Bildschirm sitzen und dort sozusagen tun, was halt junge Menschen so tun. Sie surfen im Internet und das ist eben für das heranwachsende Kind, würde ich mal sagen, monatelanger Bestrahlungsterror. Dann kommt noch, wie gesagt, das Ereignis der Geburt, haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen, glaube ich, brauche auch nicht mehr viel dazu sagen. Das ist dann sozusagen dann das Resultat, der ultimative Stress, die ultimative traumatische Begebenheit und was dann in der, sagen wir es mal so, was dann in der Erziehung dann noch folgt, ist eigentlich
meiner Beurteilung nach nur noch Beiwerk, marginal oder wie auch immer man es nennen möchte. Für mich ist die Geschichte gelaufen, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und wir alle, also ich würde sagen ausnahmslos, wir alle sind traumatisiert. Es ist nur ein Unterschied im Ausmaß der Traumatisierung beziehungsweise wie stark wir astrologisch betrachtet konstituiert sind, um damit umgehen zu können. Ich habe immer wieder beobachtet, Menschen mit mehreren kardinalen Planeten können damit besser umgehen als Menschen zum Beispiel mit vielen beweglichen Planeten. Aber das ist nur meine Beobachtung, heißt nicht, dass es so ist. Ja. Es gibt auch umgekehrt Menschen mit unglaublicher Konstitution mit vielen beweglichen Planeten und wenig kardinalen. Also das ist nur eine Beobachtung, ein Anhalt. Anhalt ist, wie gesagt, nein, nicht Sachsen-Anhalt, ein Anhalt ist, wie gesagt, kein Gesetz. Naja, und wie geht es jetzt weiter? Wir können die Dinge der Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Wir können aber die feststeckende Energie da herausholen. Denn eines müssen wir uns leider eingestehen. Und das ist für viele eine mitunter schmerzhafte Erkenntnis, dass wir an dem Punkt, wo die Reise jäh unterbrochen wurde, also das heißt zum Beispiel durch eine noch schwerere Traumatisierung dann im Kindesalter. Ich will jetzt kein Ereignis zitieren, du kannst dir denken, worum es geht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber doch sind es nicht viele. Und da bleibt dann ein Mensch in der Regel stecken. Klingt lächerlich, klingt verrückt, aber viele Menschen sind im Alter von 3 bis 7 Jahren stecken geblieben. Gut, jetzt haben wir wieder Gegenverkehr. Du weißt, wie ich darauf reagiere. Ich freue mich immer sehr. Und das heißt, die meisten Menschen sind im Alter von 3 bis 7 Jahren stecken geblieben. Klingt es lächerlich, was ich da sage? Vielleicht ist das eine Anmaßung meinerseits, aber auf jeden Fall haben wir es bei, wie gesagt, 90% der Menschen mit Kind-Ich-Menschen zu tun, die in ihrer Entwicklung keinen Schritt weitergekommen sind, die nur älter geworden sind. Aber sonst hat sich überhaupt nichts geändert. Und hier ist dann die Frage, will ich bis an den Rest meines Lebens im Alter von, sagen wir jetzt bei mir, ich weiß es nicht, von 5 Jahren, will ich weiter stecken bleiben in diesem Alter oder möchte ich mich weiterentwickeln? Es gibt Menschen, die haben es entwicklungsgeschichtlich bis zur Pubertät geschafft, aber das ist dann schon meines Erachtens eher die Ausnahme denn die Regel. Also, wie gesagt, keine leichte Ausgangsbasis und mit unserer gemeinsamen Arbeit, und ich würde sagen, wir haben hervorragend gearbeitet die letzten Monate. Mit unserer gemeinsamen Arbeit hat sich auch schon bei verschiedensten Prognosen von Hellsehern, von Hellsichtigen, eine spürbare Entspannung ergeben. Das heißt, unsere Arbeit zeigt Wirkung. Das heißt, deren System, was sie für uns geplant haben, also mit der Transhumanism Agenda, das können sie sich mittlerweile aufzeichnen. Ja? Genauso wie der Richard Hof sich auch uns als Besucher aufzeichnen wird können. Also das heißt, das können sie vergessen, das können sie an den Nagel hängen. Gut, also das bedeutet, wir sind am richtigen Weg. Und jetzt ist halt für uns, naja, für jeden Einzelnen von uns. Und diese Arbeit kann uns leider niemand abnehmen, dass wir uns sozusagen mit den verdrängten, gemiedenen Ereignissen von damals, mit dem Furchtbaren, mit den Grauenhaften, mit dem Unsagbaren auseinandersetzen. Sehr vorsichtig, sehr zart, sehr liebevoll, sehr vorantastend. Und es geht um nichts Geringeres, als wieder unseren Gefühlsreichtum zurückzuerhalten. Denn wir mussten, nolens volens damals, unsere Gefühle ausblenden, um überleben zu können. Also das heißt, wir haben damals, vor vielen Jahren in unserer Kindheit oder frühesten Kindheit, eine Überlebensstrategie wählen müssen. Es ist eine reine Überlebensstrategie, dass wir lernen mussten, unsere Gefühle abzuschalten. Traurig, aber wahr. Und die Gesellschaft, in der wir uns jetzt befinden, ich würde sie als sehr, sehr grausam bezeichnen. Nach außen hin, ja, lieb und nett und hihi und haha, alles ist nur gut gemeint. Und die Grünen meinen es ja wirklich nur gut mit euch. Und in Wahrheit ist es eine sehr brutale, rücksichtslose, gnadenlose Gesellschaft, die mit immer mehr Verboten und immer mehr Kontrollirrsinn, ja,
uns zu noch kleineren Kind-Ichs degradiert. Und ich glaube, diesen falschen Weg, den wollen wir ganz sicherlich nicht gehen. Und ich würde sagen, ich werde auch hier physisch jetzt diesen Weg verlassen, weil er gefällt mir überhaupt nicht, dieser Aufstieg zum Anhänger. Wie gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich heute hinaufgehe, aber in dem Fall wurde mir die Entscheidung erleichtert. Ich fahre jetzt hinunter zum Melkerhof, ja, zum Parkplatz Melkerhof, erkunde dort, ob wir dort frei parken können, und dann würde ich sagen, sollte dem Samstag-Wandertag nichts im Wege stehen. Ja, wir sind es, die durch unsere Komplettheit dieses System überflüssig machen. Und wenn du sagst, ich möchte an diesem System nicht mehr teilnehmen, ich möchte dieses System nicht mehr mit meiner Leistung, mit meiner Arbeit, mit meiner Energie, was auch immer unterstützen, dann kann ich dir nur empfehlen, bitte Demos zu meiden, Aufmärsche zu meiden, weil was machst du dort? Dort versorgst du das System mit deiner Lebenskraft. Siehst du, so läuft das, wenn man sich ein bisschen in Magie auskennt. Würde sagen, gehen wir weiter zum fünften Teil. Ende.